Wow, das ist kein echtes Herz, oder? All dieses Gerede über Herzklappen macht mich ganz nervös. Habe ich gerade meinen Nagel verschluckt? Das hätte mich umbringen können. Diese Nägel sind gefährlich. Und ich bin dabei, sie alle abzukauen. Schau sie dir nur an. Ich sollte damit nicht mal in der Öffentlichkeit sein. Was ist los? Ich sehe doch, dass da was nicht stimmt. Nun, ich habe hier ein Nagelproblem. Igitt. Aber das muss doch nicht so sein. Die Lehrerin schaut nicht, oder? Darf ich vorstellen, dein neuer bester Freund. Kleber? Nun, dann probiere ich es mal. Das ist Nagellack? Wie clever! Zeit für ein schnelles Übermalen. Das sieht schon viel besser aus. Das ist perfekt. Danke dir. Um das zu tun, gieße den Kleber in eine Schüssel. Wenn die Flasche komplett leer ist, lege einen Trichter auf die Öffnung. Schnapp dir deinen liebsten Nagellack und gieße alles rein. Das kann einige Minuten dauern. Nimm dann den Trichter wieder raus und verschließe den Deckel. Das ist der einfachste Hack ever! Und schau nur, wie schön sie wieder aussehen. Ich richte besser auch gleich die andere Hand. Madison? Ich hoffe, das ist kein Nagellack. Wir sind hier nicht im Nagelstudio. Ich hätte besser aufpassen sollen. Aber das ist nur Kleber, sehen Sie? Okay, verstehe. Nun, zurück zur Aortenklappe. Danke nochmal. Der Mississippi beginnt als kleiner Fluss im schönen Staat Minnesota. Oh, ich bin zu spät. Hoffentlich merkt das niemand. Ava, du kommst zu spät. Setz dich hin. Ja, Frau Lehrerin. Machen wir weiter, wie du über die Quelle des Mississippi laufen kannst. Oh, du siehst aus, als hättest du dich mit einem Hahn angelegt. Hi, Madison. Hi, Ava. Armes Mädchen, sie braucht ein bisschen Hilfe. Ava, das ist für dich. Oh, nee. Oh, ich sehe aus wie ein Gorilla. Ich muss meine Haare richten, damit es besser aussieht. Nee, immer noch dasselbe. Vielleicht schaut dir niemand ins Gesicht? Warte, ich kann dir helfen. Ava, schau, was ich habe. Wir haben Puder. Wir haben Funkeln. Wir haben Glitzer. Sogar Foundation. Ich bin deine Make-up-Fee. Ich habe mit einem Bleistift-Organizer angefangen. Ein Stück Pappe hilft es, in der Schublade zu verstecken. Jetzt kommt meine Lieblingsfoundation. In die Schublade passt eine Menge. Sie füllt den Raum perfekt aus. Etwas Rot für die Lippen nicht vergessen. Trennwände für Funkel und Glitzer in der nächsten Schublade. Abdeckstift nach oben. Und jetzt die Accessoires. Das kommt hierhin. Lipgloss hier rein. Make-up-Pinsel auch. Und um alles zu verschleiern, verteile ich Buntstifte, die mein Make-up verdecken. Madison, du bist meine Lebensretterin. Zeit zum Schminken. Oh, ich brauche definitiv Abdeckstift. Foundation. Und jetzt meine Lippen. Und die Augen darf ich nicht vergessen. Feinschliff. Ah, das Gorilla-Gesicht ist weg. Danke, Madison. Gerne. Mädels. Jeden Morgen schminken braucht Zeit. Glaubst du, du schaffst das in 7 Sekunden? 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Pass auf, wo du das Zeug hinwirfst. Augenbrauen sind einfach, oder?
Lippen sind als nächstes dran. Nein! Komm schon, Olivia. Zu viel Druck. Ist Lidschatten nicht für deine Augen? Und die Zeit ist um. Nein! Sieh mich an! Du siehst toll aus. Tut mir leid, ich muss das posten. Ich werde einen Filter drüberlegen, keine Sorge. Ich filter dich, wie wär's denn damit? Ist Nick hier? Ich hab noch einen Streich mit ihm vor. Er ist noch weg, oder? Glaubst du, er merkt es, wenn ich umorganisiere? Sind das meine Klamotten? Ich kann mich nicht erinnern, solche kleinen Shirts gekauft zu haben. Und Samt mag ich nicht mal. Zeit zum Anziehen, Nicky-Poo. Nein. Woher weiß ich überhaupt, was nah an meiner Größe ist? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Kleid getragen. Ist Rot meine Farbe? Macht's dir was aus? Na gut, kommen wir zur Sache. Und die Zeit ist um, Nick. Ach, du bist so hübsch. Ich sehe hinreißend aus und das weißt du. Ich wünschte, ich hätte meine Beine rasiert. Nur an diese Absätze muss man sich erst gewöhnen. Aber ich mag den Hut. Nick! Oh, mein Fehler. Eine Handtasche vervollständigt das Outfit. Ja! Mein Lieblingstag im Schuljahr. Ich mache noch ein bisschen Make-up drauf. Hallo! Bereit für deine erste kleine Hand-Challenge? Aber Nick, heute ist doch Fototag. Als ob Schminken allein nicht schon knifflig genug wäre. Mal sehen. Ach, ich kann nicht mal was greifen. Okay, ich denke, ich fange mit der Foundation an. Ja, so geht's. Ein Spritzer oder zwei sollten reichen. Na, kann ich das mit den Dingern überhaupt verteilen? Mann, ich fühle nicht mal, was ich tue. Was würde ich jetzt für einen Beauty-Blender geben? Deckt das überhaupt alles ab? Boah, das ist hoffnungslos. Vielleicht ist Lidschatten einfacher. Ja, ich schätze, wir nehmen Pink. Au! Oh je, also ich weiß nicht, ob das gleichmäßig wird. Ja, vielleicht lenkt ein bisschen Rouge die Aufmerksamkeit von meinen Augen ab. Wischen. Ja, ich denke, das ist okay. Jetzt die Lippen. Hab dich! Nee. Mann, nee, komm schon, du dummes Ding. Jetzt sind wir im Spiel. Spitz die Lippen. Na, das ist nicht so schlimm. Immerhin klappt das heute. Was ist mit den Haaren? Na, egal. Na, komm schon, es ist Fotozeit. Und denk dran zu lächeln. Oder weine. Seht euch dieses Meisterwerk an. Meine Mama wird mich umbringen. Bereit, deinen inneren Van Gogh zu wecken? Bevor wir anfangen, lass es uns ein bisschen herausfordernder machen. Och, und ich dachte, das wird Spaß machen. Aber jetzt wird's das auch. Mach die kleinen Hände startklar. Und los geht's. Nee. Oh, das tat weh. Na, wer braucht schon Pinsel, wenn du die hier hast? Lass uns eintauchen. Ja, das ist ziemlich interessant. So kannst du eine Menge Farbe aufnehmen. Na dann, lass die Kreativität erwachen. Ja, nicht so unglatt wie ein Pinselstrich. Wow, das war ein großer Klecks. Sehr kleine Bewegung, das ist wichtig. Siehst du? Ich sag groß oder gar nicht. Was kommt als nächstes? Ja, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Nick experimentiert lieber ein bisschen.
Wer malt schon ohne Farbübergänge? Dieses Blau sieht sehr schön aus. Und jetzt? Oh ja. Die beiden arbeiten wirklich intensiv. Zu schade, dass Rembrandt nichts von kleinen Händen wusste. Was? Ja, die wird's schon selbst bemerken. Ja. Oh. Hä? Wie konnte das denn passieren? Ups. Naja, egal. Seid ihr bereit, eure Meisterwerke zu enthüllen? Was denkst du? Schön. Und was ist mit meinem? Hier gibt's keine Konkurrenz. Hey! Erwischt! Oh, nee! Was? Habt ihr auch kleine Augen? Du und du! Raus! Ja, sieht aus, als ob die Party vorbei ist. Warte! Ich kann das Ding online verkaufen.